Hören Sie Verse aus dem zweiten Buch der Könige. Am anderen Ufer sagte Elia zu Elisa: Ich möchte noch etwas für dich tun, bevor ich von dir genommen werde. Hast du einen Wunsch? Da antwortete Elisa: Ich möchte als dein Schüler und Nachfolger doppelt so viel von deinem Geist bekommen wie die anderen Propheten. Elia wandte ein: Das liegt nicht in meiner Macht. Aber wenn du siehst, wie ich von hier weggeholt werde, dann wirst du erhalten, worum du gebeten hast. Wenn nicht, dann geht auch dein Wunsch nicht in Erfüllung. Während die beiden so in ihr Gespräch vertieft weitergingen, erschien plötzlich ein Wagen aus Feuer, gezogen von Pferden aus Feuer, und trennte die Männer voneinander. Und dann wurde Elia in einem Wirbelsturm zum Himmel hinaufgetragen. Elisa sah es und schrie: mein Vater, du Beschützer und Führer Israels. Doch schon war alles vorbei. Aufgewühlt packte Elisa sein Gewand und riss es in zwei. Liebe Freunde, mögen wir genau wie Elia Anleitung auch als eine Investition in Menschen sehen. Amen.